Halten mal direkt rein, damit wir hier nichts verpassen. ESG gegen Aligon. 1 zu 0, wie gesagt, für ESG. Sobald ich die Seitenwahl habe, werde ich es auch oben im Overlay anpassen. Erinnere mich einfach nochmal dran, wenn ich es vergessen sollte. Ihr seid ja da immer ganz fix. Schauen wir mal. Ich denke, die Knife Round wird jetzt hier relativ wichtig für die beiden Teams. Denn ich denke auch, dass jeder hier lieber als CT anfangen möchte. Auf Inferno doch für viele Teams die bevorzugte Seite. Und 101 zwischen Cobra und Skitten, der eigentlich ja Schütten heißt. Schütten. Ich schau mal, ob ich dran denke, es richtig auszusprechen. Und vor allen Dingen, ob ich es hinkriege mit meiner doch etwas dialektfaulen Zunge. So. Wir gehen in die First Round. ESG als CT. 1 zu 0 steht es dementsprechend und wir sehen einen schnellen Go. Richtung Banane. Xelos. Und die Jungs machen hier keine Anstalten zu stoppen, trotz der vielen Smokes. Cobra hat Track gelandet. Hat sich dann verabschiedet auf B. Xelos. Hat gute Vorarbeit geleistet und wieder ist es Pauf, der hier völlig aufdreht. Wo ist er? Hampus, 1 zu 0 ESG. Der Chat hat die Scumbag-Mütze entdeckt. Die Emote-Spam is real. Pauf hat eine M4 und auch Xelos. Und Dennis ist derjenige, der, der den First Strike landet mit der Pumpgun. Nummer 2 für ihn, das gibt schon mal 1800. Nummer 3, 2700, wir zählen mit. Der möchte hier was für seine Portokasse tun. Nochmal Hit. Nummer 4, 3600 und Nummer 5, Ace mit der Pumpgun für Dennis. Und das gibt ordentlich Moneten, $8900 schon nach der zweiten Runde. Schön gemacht von Dennis. Ist bei der Pumpgun geblieben. Okay, ich denke mal, jetzt wird sich die M4 schnappen von seinem gefallenen Teammate. Was? Oh. Nochmal der Glock-Hit. Zwei Glock-Hits schon gefallen. Cobra ist Banane runter. Wohin geht's? Michael ist unterwegs Richtung A-Haus. Welcome to all Swedish people. Or maybe just one, I don't know. So, Michael hat sich Pumpgun geschnappt und Cobra hält seine Position an der T-Base. Geht aber down gegen Delpan. Zwei gegen einen. Eine schwere Aufgabe für HMP. Und jetzt sehen wir natürlich das Resultat der Pumpgun-Aktion von Dennis. $11.000 in der vierten Runde, obwohl er gestorben ist, zweimal. Und Dennis schneller Peak in der Mitte.
Läuft in die AWP von Michael rein, verabschiedet sich. Und dann starten die Jungs von Aligon hier die Runde zu viert. Eine Minute noch auf der Uhr. Amos hat sich die AWP geschnappt von Dennis. Weggesmoked auf lang. 40 Sekunden. ESG ist sehr weit oben schon. An der Action Zone. Ich weiß nicht genau, was Michael da gesehen hat, aber offensichtlich den Arm von Amos. Spot down. Cobra gegen Rock. Muss er der Piste nachsetzen. Michael hüpft ihm mit der AWP ins Gesicht. Und Xelos ist alleine übrig. Gegen drei. Bombe ist gelegt. Spot ist eingenommen. Ich glaube, da links noch eine Smoke gesehen zu haben. Und Emilio macht der Sache schon ein Ende. 1:3. ESG mit der ersten Runde. Schmarrn. Jetzt hat sich die blöde Anzeige geändert. Das ist ja gemein. Ich nehme alles zurück. Lass doch nicht verwirren. Steht natürlich 1:0 für ESG. Mensch, warum hat dann keiner von meinen aufmerksamen Zuschauern aufgepasst? Sind ja alle am Einschlafen. Ganz langsamer Aufbau von ESG. Rocker hat sich mal gezeigt und versucht und Pauf hat gut aufgepasst. Delpan down, nochmal Pauf. Der ist mittlerweile wieder auf dem Weg, hier extrem wichtig für sein Team zu werden. Weiß ich nicht genau, Michael hat einen Spalt gefunden in der Smoke, würde ich sagen. Emilio gegen Cobra. Und der Spot ist clear. Bombe wird gelegt. Banane, Dennis. Kirche, was ich erzähle. Michael. Kann den Frag machen gegen Dennis und skitten, schütten gegen. Gegen den Hompus, den letzten verbleibenden Aligon-Spieler. 3:2. B sieht nicht so sicher aus. Wenn wir das hier gerade deuten dürften. Beide sind ohne Frag abgetreten. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das aussprechen soll. Schütten, glaube ich. So in etwa. Und wieder Emilio. Beide Frags an B. Damit ist er frei. Hampus steht noch im... Hampus steht noch im... A-Haus. Und Dennis. Geht down gegen Rocke. Mit 14 AP noch bei ihm. Da geht nichts mehr. 3:3. Ausgleich für ESG. Ja, ich muss natürlich gucken, dass ich das schon richtig ausspreche, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
Push für Parv. Der hat eben schon sehr, sehr sicheres Aiming bewiesen. Mitte Flashes und Parv hat sich vor allen weggedreht, nur von der letzten nicht. Trotzdem kann er noch einen Frag machen. Action durch. Campus im Sandkasten. Und Elban im Runterspringen. Und Dennis ist schon auf dem Rückweg. 2 HP noch bei ihm. Cobra an der T-Treppe. Das gibt auf jeden Fall den Safe. Und damit wird es dann 4:3 stehen für ESG. Ich denke, Cobra wird da sicher stehen. Acht Frags für Michael. Führt das Scoreboard auf seinem, auf der Seite seines Teams an. Oh, das war der Versuch, da offensiv ranzugehen. Hampus, schöner Frag gegen Delpan. Muss hier auch keinerlei Gefahr eingehen. Cobra bleibt noch stehen im Kinderzimmer. Und die Jungs von ESG sind unterwegs Richtung B. Rauf auf B jetzt. Dennis und Xelos steht im gleichen Eck und das könnte vielleicht sogar funktionieren, denn keiner sollte ihn da auf dem Schirm haben. Emilio down. 2 Frags. Bombe gekillt. Was für eine verrückte Taktik. Der Glück, dass sein Mate frühzeitig gefallen ist und ESG deswegen die Position nicht nochmal gecheckt hat. Hampus. Und letzter verbleibende ESG-Spieler down. 4:4. Es bleibt bei einem munteren Schlagabtausch. Wir schauen uns den Aufbau an. Rock und Delpan sind auf dem Weg, das A-Haus einzunehmen, würde ich mal behaupten. Na, nicht so richtig, wie es aussieht. Da steht eigentlich auch nur Hampus mit der AWP. Go Richtung A, Action durch. Wer steht da? Kauf, völlig blind. Auf dem Spot noch Dennis. Dennis. Ja, und so wird das nicht. Das wird ganz schwierig hier für ESG irgendwie durchzukommen. Delpan ist in den Sandkasten durch. Findet ja auch jemanden und das ist Xelos. Delpan. 1:3. Flasher gesessen, Hampus hat aufgepasst, 5:4.
Wir uns das Geld jetzt gleich mal angucken. Wenig Cash noch übrig im Portemonnaie von ESG. Also nach der Runde müsste man vielleicht schon eine Eco machen. Und äußerst A-lastiger Aufbau. Rocky ist im Haus. Was? Kein Problem für ihn. Wieder Power für den First Frag in der Mitte. Oder, naja, im ersten Frag, der da beim Go passiert ist. So rum. Xelos hat Delpan aus der Ecke gefischt und da war eine Smoke zwischen, würde ich sagen. Was geht da auf B? Cobra gegen Emilio im Duell. Man kann da jetzt durchschießen durch die Wand, also wirklich verstecken mit Ducken ist da nicht mehr. Und Dennis, zwei schöne Headshots. 6 zu 4 für Aligon. Ist bei Humpus geblieben. Da ist die besagte Eco von ESG. Es geht schnell übers Haus. Rückzug mit der AWP möchte man nicht in den Nahkampf. Bleibt absichtlich bei der Piste. Hätte gar nicht rumgehen müssen. Dennis hat ihn eigentlich völlig unter Kontrolle. Nochmal Dennis Nummer 4. 7 zu 4. I will call him Schütten. So forth. First Strike von Humpus. In der Banane. Das war definitiv der Versuch, hier an der Banane einen First Frag zu setzen oder einen Entry Frag zu setzen für ESG. Wird ihn aber nicht gegönnt. Aber dennoch wird es hier sicherlich gleich Richtung B gehen. Molotov verzögert sie nochmal ein paar Sekunden. Entscheidet sich hier trotzdem durchzugehen und den Schaden mitzunehmen. Xelos. Und es kostet so dermaßen viel Zeit, dass schon drei Spieler von Aligon drauf sind. Xelos nochmal. Alles schon eingekesselt. Über die Banane kommt Pauf. 8 zu 4. Sehr offensichtlich, was ESG da gespielt hat. Hat lange gedauert in der Ausführung. Und dementsprechend war Aligon das schon komplett verschoben. Drei Mann waren fix über die CT-Base gekommen. Also insgesamt drei dann natürlich. Und Pauf schon über die Banane. Sodass er im Go schon hinten den letzten Frag in den Rücken machen konnte. Neuer Versuch, neues Glück an B. Ich vermute mal, es wird eher so ein bisschen zweite Welle Go. Einmal anfaken, Reaktion abwarten. Und dann geht's rauf und Cobra hat nachgesmoked. Nummer 1, Cobra. Xelos hat auch noch einen. Und Aligon scheint dem Ganzen nicht so ganz zu trauen. Bisher hat nur einer verschoben. Jetzt kommen sie nach. CD-Base Smoke ist weg. Hat zu lange gedauert. Letzter verbleibender Delpan hat zwei Frags. Granate in die Hand nehmen. In Unterzahl nicht unbedingt. 9 zu 4 und die Ghosts werden immer weniger ausgearbeitet bei ESG.
Da hätte entweder noch eine Smoke gefehlt Richtung CT Base. Oder man hätte früher Go machen müssen. Überlang. Haben den Spot schon umrundet. Pauf ist oben im Haus. Dennis aus der Action. One on three für Rocket. Kann den Drake nicht richtig setzen. Ist im Bedrängnis von allen Seiten. 10 zu 4 Aligon. Der Go sah vielversprechend aus, wurde dann aber wieder zögerlich umgesetzt. Haben versucht, über lang zu gehen, den Spot zu umrunden. Und die Spieler von Aligon haben sich Richtung Haus zurückgezogen und Richtung Action und haben quasi diese Seite gehalten. Eigentlich eine schwierige Position, aber es hat funktioniert. Das ist nicht unbedingt vielversprechend für ESG. Scheint sich auf der Map hier nicht ganz wohl zu fühlen. Michael. Ist schon Action Zone durchgepusht. Unentdeckt. Und das wird Pauchs Verhängnis werden. Jawohl. Kann sich auch durchsetzen gegen Cobra und sich in den Sandkasten zurückziehen. Hat er mit dem Spot im Alleingang geklärt. Jetzt der Retake-Versuch, aber es ist alles weggesmoked von ESG. Ganz schwierig. Emilio konnte einen rauspicken. Und jetzt gehen die Smokes erst weg. Schütten. Und nochmal schütten. 10 zu 5. Wenigstens nochmal die fünfte Runde geholt für ESG. Ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht mit allzu wenigen Runden in die zweite Halbzeit geht. Wir gehen in die zweite Halbzeit. ESG auf der CT-Seite und Aligon mit 10 Runden. Komfortabel in Führung. Was ist da los? Michael zieht sich zurück und da kommen sie aus dem Haus schon geschossen. Sind nicht ganz noch vorbereitet. Pauf mit dem First Track. Dennis. Spot damit frei. Skitten, shitten, Entschuldigung. Muss sich hier zurückziehen, wurde auch weggesmoked von lang, da geht nicht viel. Und Pauf und Dennis. Drei Frags Paufs, zwei von Dennis. Die beiden machen hier die First Round alleine. 11 zu 5 für Aligon. Hat da nicht wirklich gerade jemand scharfes S mit Hot S übersetzt, oder? Ist auf jeden Fall mein Comment of the Day. Mio, offensiver Push gegen Xelos ohne Erfolg. Kommt da über Banane, es ist das Schütten und seine USB. Muss ich zurückziehen, hat mit seinen 12 Schuss hier keinen Tracker erlangen können. Michael, auch er ohne Erfolg, 12 zu 5. Und
SG spielt die Eco, wie es aussieht, ganz defensiv. Mio hat versucht abzulenken, läuft jetzt extra laut weg. Aber ob Aligon darauf reinfällt. Mal rum, Headshot von Emilio. Das sollte auf jeden Fall für einen Frag reichen. Brock hat kein schweres Spiel, ihn da rauszunehmen. SG hat schon komplett verschoben. Es geht nochmal Richtung A. Schütten kann auf jeden Fall ansagen, dass es da Richtung A geht, keine Frage. Aber sie kommen zu spät. Der Elpan, schöner Frag gegen Dennis, wichtig. Dass er da nicht verschießt. Wieder Pauf. 13 zu 5. Rocky und Emilio sind relativ offensiv in der Banane. Unten abgesmoked. Hampus hat da keine Möglichkeit, irgendwo ranzugehen. Muss er auch erstmal nicht, wird einfach nur abgedeckt. Er hat aber die Bombe. Wenn Emilio sich entscheidet, nach Ende der Smoke hier zu pushen, könnte es passieren, dass er die Bombe da bekommt. So, hat Schütten erstmal den Hausmeister geklärt. Da kommt noch jemand, neuer Versuch. Den hat er gespottet. Jetzt wäre es eigentlich nicht mehr angebracht, hier noch mal ranzugehen. Michael, Frag und weg. Elpan. Ordentlich Schaden gemacht. Wir sehen es hier, 30, 5 und 39 HP. Schütten. 13 zu 6. ESG mit der ersten Waffenrunde. Noch ist die Sache hier nicht vorbei, die Map. 10 zu 5 ist kein so ungewöhnliches Ergebnis, auch wenn ESG hier nicht gut ausgesehen hat. Auf der T-Seite. Heißt aber nicht, dass man nicht auch über 10 Runden holen kann. Aligon ist schon wieder zu dritt unterwegs. Emilio, bisschen offensiv. Muss nicht unbedingt sein. Schütten auch down. Und Michael. Oh je. Dann nehmen sie sich lassen sie sich die Runde noch aus der Hand nehmen von Aligon. Einzelduelle einzeln gepickt worden. Michael kann da eigentlich nicht so viel tun. Wir sehen es, die Bombe muss noch übers A-Haus bewegt werden. Aligon hat nicht damit gerechnet, dass sie hier durchkommen. Dafür fehlt ihnen natürlich jetzt die Smoke-Wand. Und das gibt Michael die Gelegenheit, hier eventuell unvorsichtige Spieler zu picken. Rocke versucht zu beactionen. Wird hier gleich Dennis entdecken. Oder andersrum. Verliert das Duell gegen Dennis. Und Dennis hat hier keine Probleme, sich mit der AWP anzulegen. 14 zu 6, schöne Headshots von ihm. Ich glaube, auf ihm werde ich in Zukunft mal öfter bleiben. Scheint hier seine Headshots zu setzen. Und Dennis und Pauf ganz oben im Scoreboard. Verdient. Eine Force bei ESG. Michael mit Pumpgun. Zwei Farmers, zweimal in vier. Schöne Flash in der Mitte. Pauf wieder. Was geht in der Banane noch ab? Emilio. 19 AP noch bei ihm. Gesplitteter Angriff von Aligon.
Und auf beiden Seiten ist es so ein bisschen schief gegangen. Und das Ergebnis ist 3 gegen 2. Versuch. Genau der richtige Spot. Emilio steht da mit 19 HP und wenn der keinen Frag mehr machen kann, dann könnte es funktionieren. Hat nicht mal Schaden gemacht, Groß. Hampus hat 69 HP. Und damit ist es 2 gegen 2 und bessere Ausgangssituation für Aligon. Es geht offensichtlich übers B. Zelos kann den Frag nicht machen. Und lässt Hampus damit natürlich alleine hier. Schöner erster Frag, 2, jawohl, 15 zu 6. Schön gemacht. Vor allem der erste Frag war wichtig, dass er den nicht verschießt, dass er mit dem ersten, zweiten Schuss trifft, um direkt rüberziehen zu können. Hätte er länger gebraucht als ein, zwei Schuss, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, um zu reagieren auf den Spieler, der hinten rumkommt. Und jetzt geht es nochmal offensiv Mitte runter. ESG zieht alle Register. Emilio gegen Dennis erfolgreich. Und dabei bleibt es dann auch erstmal. Michael entscheidet sich hier nicht zu schießen, obwohl er weiß, dass da jemand lang lief. Boah! Brett gegen Pauf. Ich habe da nicht viel gesehen. Smokes sind random in dem Spiel. Kann die Waffe mitnehmen. Hat sich verschätzt bei der Flash. 3 gegen 3. Zelos Nummer 1, Cobra. Zelos. 16 zu 6, 1 zu 1 Ausgleich.